Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWindow. Heute wird es darum gehen, wie wir das sogenannte JavaScript nicht blockieren können, aber eben eindämmen können und von nicht vertrauenswürdigen Seiten nicht ausführen lassen. Dafür haben wir das Add-on NoScript 2.01, das ist im Moment die aktuelle Version, wenn ich das überblicke. NoScript, das hat 4 von 5 Sternen, das ist gut. Und hier ist nochmal eine kleine Beschreibung. Zusätzliche Schutz für den Browser NoScript erlaubt das auch von JavaScript, Java und anderen Plugins nur bei vertrauenswürdigen Domains. Das heißt, so viel wie der Browser wird etwas sicherer. Wir müssen hier einen Beitrag leisten, müssen wir nicht. Das ist okay, machen wir mal Add to Firefox. Wir müssen hier auf Erlauben gehen, dann das soll installiert werden. Ja, Erlauben. Wir sehen hier da unten noch komisches Teil. Also jetzt sehen wir hier NoScript und dann installieren wir das. So, dann warten wir, bis NoScript installiert wird. Wir warten, bis es übertragen ist. Ist von mir übertragen. Dann müssen wir den Firefox neu starten. Warten mal kurz. Und dann haben JavaScript jedenfalls schädliche weniger Chancen. Ich warte müssen, bis das installiert wurde. Mache nochmal, sogar. So, okay. Jetzt haben wir hier das neue NoScript. Und dann gehen wir das gleich mal auf Aktualisieren. Aktualisieren alles. So, keine Updates verfügbar. Ah, und dann wurde bei Adblock Plus, das war im letzten Tutorial, wurde aber ein neues Update installiert. Dann, okay, so, dann gehen wir das Skript, das sind teilweise erlaubt. 2 von 3. Eins wurde anscheinend irgendwie geblockt. Okay, das ist schon mal gut, hier kann man dann auf Einstellungen gehen. Schauen wir mal auf YouTube, ob das alles noch funktioniert. Ja, YouTube, mein Kanal, ob das noch funktioniert. Ja. Wir sehen hier, JavaScript ist möglicherweise deaktiviert. Müssen wir auf Einstellungen gehen und dann können wir einstellen auf YouTube, youtube.com erlauben. Ja. Aktualisieren. Das ist nicht, wenn ich das halt. Ja, dann gehen wir hier auf ja, aber wir müssen nochmal auf youtube.com verbieten, denn auf Fstring werden nur die ganzen Dinger übertragen, die Videos. Hey, was ist denn das denn? Mann. Ach, man muss beides. Man muss beides, ja, soll ich sagen. Ich kenne es nicht, ich mache es denn. Da oben müssen wir, da müssen wir draufklicken. Und google.com verbiete ich immer. Und, die Synchronisation auch. So, man muss, YouTube und S-Ding, sonst funktioniert es nicht. Hallo, angeben ist egal. Funktioniert das auch? Ich muss also jetzt hier eben dieses Vorbild wieder blockiert haben. Wenn wir draufklicken, kriegen wir dann trotzdem ein Vollbild. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt gefreut.
mich gefreut, halt, dass ihr jetzt einen etwas sicheren Browser habt. Sichereren. Das sieht man hier, das ist schon sehr, sehr, sehr oft runtergeladen worden. Okay, das war's auch schon und tschüss.